Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lorecore. Heute wollen wir uns mal die Geschichte von Carlos Oliveira ansehen, dem zweiten Hauptcharakter aus Resident Evil 3. Die Informationen in diesem Video beziehen sich dabei hauptsächlich auf das Original Resident Evil 3, das mittlerweile erstaunlicherweise über 20 Jahre auf dem Buckel hat. Verdammt, ich fühle mich alt. Gefühlt kam das irgendwie vor 6-7 Jahren raus oder so. Naja. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf Carlos Oliveira. Über sein frühes Leben ist so gut wie nichts bekannt. Er wurde 1977 in Südamerika geboren und seine Wurzeln sind teils lateinamerikanisch, aber gehen auch auf amerikanische Ureinwohner zurück. Sein Leben war von jeher von Gewalt und Krieg bestimmt und schon in jungen Jahren war Carlos Teil einer kommunistischen Widerstandsgruppierung, die an vielen Guerilla-Operationen beteiligt war. Der Regierung, gegen die er operierte, gelang es allerdings, seine Organisation zu zerschlagen und noch bevor er sich neu formieren konnte, wurde er von Umbrella rekrutiert, um in der eigenen Privatarmee namens Umbrella Biohazard Countermeasure Service oder kurz UBCS als Experte für schwere Waffen und die Instandhaltung von Fahrzeugen zu arbeiten. Trotz oder vielleicht gerade wegen seiner düsteren Erfahrungen, die er schon in so jungen Jahren machen musste, gilt Carlos als überaus warmherzig und humorvoll. Er ist außerdem bekannt für seinen manchmal fast schon unvernünftigen Mut. Während des berühmt-berüchtigten Raccoon City-Vorfalls wurde Carlos zusammen mit 119 anderen Soldaten der Umbrella-Privatarmee entsandt, um Zivilisten zu retten, so zumindest die offiziellen Befehle seitens Umbrella. Die schwer bewaffneten Truppen wurden allerdings von der schieren Masse an unaufhaltsamen Zombies und Schlimmerem regelrecht überrannt und schon bald fand sich Carlos isoliert von seinen Kollegen in einem bitteren Überlebenskampf wieder. Von den anfangs 120 UBCS-Mitgliedern scheinen gerade mal 3 überlebt zu haben. Zusammen mit Corporal Mikhail Viktor und Sergeant Nikolai Zinoviev konnte sich Carlos vorerst in Sicherheit bringen. Er versuchte daraufhin Kontakt zu weiteren Überlebenden aufzunehmen, doch sein Notruf wurde scheinbar lediglich von Jill Valentine gehört, die zu der Zeit eher zufällig Zugang zur Funkanlage des Raccoon City Police Departments hatte. Trotz anfänglichem Misstrauen seitens Jill realisiert diese schnell, dass Carlos tatsächlich keine Ahnung von den Machenschaften seines Arbeitgebers hat und dass er selbst nur ein Bauernopfer seitens Umbrella darstellt. Und so verbündeten sich die beiden, um einen Ausweg aus der Stadt zu finden. Das frisch geformte Team wurde allerdings von einem experimentellen Tyrant namens Nemesis T-Type überfallen und überwältigt. Carlos verlor kurz das Bewusstsein und als er wieder erwachte, musste er zu seinem Erschrecken feststellen, dass Jill verwundet und mit einem speziellen Strang des T-Virus infiziert wurde und um ihr Leben rang. Carlos bewachte und versorgte die schwer verwundete Jill ganze 2 Tage, bis sie schließlich aus ihrem komatösen Zustand erwachte und Carlos anwies, er solle sich auf die Suche nach einer Heilung gegen ihre Infektion machen oder, sollte ihm dies nicht gelingen, sie töten. Gegen jede Wahrscheinlichkeit gelang es Carlos daraufhin tatsächlich eine Impfung. Sind Impfungen nicht eigentlich nur präventiv sinnvoll? Naja, wie auch immer, eine Impfung gegen den T-Virus aufzutreiben. Zu seinem Entsetzen musste er dabei allerdings feststellen, dass sein Kollege Nikolai in Wirklichkeit versuchte, seine Bemühungen zu unterwandern und Jill zu töten, so wie er etliche andere Mitglieder des UBCS hinterging und ermordete. Carlos konnte in letzter Sekunde mit der Impfung aus dem Krankenhaus, in der er diese gefunden hat, fliehen, bevor Nikolai diese in die Luft sprengte und so jeden weiteren Impfstoff zerstörte. Nichtsdestotrotz gelang es Carlos, Jill zu heilen und er warnte sie vor Nikolai und seinen finsteren Machenschaften. Daraufhin trennten sich die beiden
und Carlos machte sich zu einer verlassenen Umbrella-Anlage auf, die sich in der Nähe des Raccoon Parks befand, wo er von der Aerosolbombe erfuhr, die auf dem Weg war, um ganz Raccoon City zu zerstören. Außerdem konnte er glücklicherweise allerdings auch in Erfahrung bringen, dass ein Hubschrauber auf dem Weg war, um Überlebende zu retten. Er kontaktierte Chill, die den Piloten zu ihrer Überraschung als ihren alten Freund und Kollegen Barry Burton identifizierte, und die drei flohen in letzter Sekunde aus der Stadt. Seitdem sich daraufhin die Wege der drei Überlebenden trennten, fehlt von Carlos jede Spur. Über sein Verbleiben und sein weiteres Vorgehen kann nur gerätselt werden. Ob wir in zukünftigen Spielen noch einmal von Carlos hören werden? Ob seine Geschichte noch einmal weiterhin erzählt wird? Das bleibt abzuwarten. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Ich persönlich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man Carlos vielleicht in Zukunft wieder bei der BSAA wiederfinden könnte. Sozusagen, um seinen Fehler für Umbrella gearbeitet zu haben, wieder gut zu machen. Könnte er sein Leben dem Kampf gegen den Bioterrorismus und gegen Biowaffen verschreiben? Aber das ist nur meine wilde Spekulation oder vielleicht eher mein Wunschdenken. Eure Meinung zu Carlos und eure Hoffnungen oder Wünsche, wie es mit ihm weitergehen könnte, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Es würde mich sehr interessieren und würde mich sehr freuen. Und ein Like für das Video wäre natürlich super nett. Genauso natürlich würde ich mich über ein Abo für den Kanal freuen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr euch für Resident Evil Lore interessiert, findet ihr auf dem Kanal unzählige Videos zu den verschiedensten Themen aus dem Resident Evil Universum. Ihr könnt ja gerne ein bisschen stöbern, wenn ihr wollt. Und wenn ihr den Kanal ganz besonders intensiv unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten über Patreon tun, wo ihr den Kanal mit einer kleinen monatlichen Summe direkt unterstützen könnt. Aber auch einzelne Trinkgelder über PayPal sind natürlich immer gern gesehen und helfen mir wirklich sehr dabei, den Kanal aufrechtzuerhalten und auch weiter auszubauen. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.